Hallo und herzlich willkommen hier zum Talos-Prinzip. Es geht wieder weiter hier. Ja, und wir waren hier an dem Level hier stehen geblieben, wo wir nicht weitergekommen sind das letzte Mal. Oder ich eben nicht, ne? Ja, so, und jetzt, eigentlich ist die ganze Sache ziemlich einfach, wenn man was weiß, ne? So, wenn man etwas weiß. Wo ist denn jetzt auch der andere Würfel? Da ist noch woanders. Egal, den haben wir irgendwo hingestellt. Finden wir gleich wieder. So, wo habe ich den anderen Würfel hingestellt? Hä? Na nü? Hallo? Ah, da. Da. Ja, das wusste ich nicht. Es ist per Zufall passiert. Man kann nämlich, wenn man den Würfel in der Hand hält, jetzt hier durch die Luft schwebt, durch die Luft fliegt, kann den fallen lassen. Ne? Ja, und das scheint das Geheimnis zu sein. Jetzt liegt der Würfel hier innen drin, in der Umzäunung. Und das machen wir mit dem zweiten Würfel jetzt auch. Ja, und ich habe ja gesagt, ich muss den Würfel reinbringen. Am Ende habe ich aber gedacht, naja, das bringt ja gar nichts. Aber ja, man muss. Und das muss man halt so machen, dass man den dann loslassen muss. Ich wusste echt nicht, dass das geht. So, schwupp. Ja, da habt ihr schön gesehen. So. Ja, das muss man auch erstmal wissen, dass es geht. Ich habe gedacht, man hält den Würfel halt so lang fest, wie man in der Luft ist. Aber das ist eben nicht so. So. Und jetzt können wir mal schauen, ob das so einfach funktioniert. Beide Würfel hier hinstellen. Oben drauf springen. Ups, nee, oben drauf springen. So, jetzt sind wir im Strahl. Ha, jetzt geht das ganze Ding nämlich aus. Wir können den hier rausnehmen aus der Verankerung und fertig ist das Ganze. Ja, das war die Lösung schon von dem Level. Das ist eigentlich ziemlich primitiv und einfach, wenn man es eben weiß, ja. Und derjenige, der die Lösung wahrscheinlich kannte und die letzte Folge gesehen habe, wo ich da hier gut fast eine halbe Stunde dann rummache. Nee, eine halbe Stunde war es nicht. Vorher haben wir noch ein anderes Level gemacht. Aber mindestens 20 Minuten gefühlt habe ich da rumgemacht. Und ja, der hat sich ja wohl an den Kopf gefasst oder seinen Monitor zusammengeschrien und gesagt, ja, ist denn der Lego zu doof hier? Das ist doch sowas von einfach. Da muss doch nur das und das machen, ne? Ja, leider bin ich ja nicht in dem Stream, wo ihr mir das dann schreiben könnt oder sagen könntet irgendwie halt hier, ne? Und ja, es war eben, ja, es wäre halt der wichtige Tipp, dass man eben Gegenstände auch in der Luft fallen lassen kann, ne? Ja, klingt logisch, aber erstmal hier im Spiel drauf kommen, weil Spiele sind ja nicht immer realitätsnah. Okay, alles klar. Das war also jetzt Adlernest, ne? Ja, das soll wahrscheinlich so bedeuten, ja, ein Adler fliegt übers Nest oder irgendwo drüber und lässt was fallen. So wie zum Beispiel Knochen, damit die Knochen aufsplittern, damit sie dann innen drin das Mark rausfressen können. Ja, da gibt es wirklich sehr interessante oder schlaue Vögel, die das so machen. So. Okay, das war das Löffel. Der Computer macht nicht mehr Bip-Bip im Moment. Ja, den Stern haben wir eingesackt. Das komplette Level hier haben wir beendet. Oder den kompletten Bereich. So, und jetzt, wie war denn das? Der Stern. Ja, der Stern war jetzt eben nicht in dem bezeichneten Bereich, wo da eben... Der war jetzt hier drin, ne? Nee. Was erzähle ich denn da? Der Stern... Wo war denn der Stern nochmal drin? In welchem Level? Moment, ich hab's gleich. Der war da drin, ne? War da drin, war der Stern. Das war das weggeblasen Level. Das war welches? Ich will jetzt nur nochmal, ob ich da jetzt euch falsch getan habe, oder ob ihr recht habt. Das ist dieses L gewesen mit drei Sachen. Weil wir haben hier mal ein Übersichtsschild. Ah doch, das kann... Ja, es kann schon sein, dass es in dem Level dann sein muss, wo hier in der Tafel hier praktisch ist. Also nicht unbedingt gleich das, oder es kann auch das gewesen sein, ne? Doch, zufällig, oder es ist ein Zufall, dass es tatsächlich in einem dieser beiden Level dann der Stern versteckt ist. Ja, da sollte man mal ein Augenmerk drauf werfen, ob das immer so ist. Weil dann habe ich euch Unrecht getan, dann hattet ihr natürlich recht, dass es hier ein angezeigt wird. Ne? Dann tut es mir nämlich leid, auf jeden Fall. Wie kann ich eure Weisheit hier schmälern, sozusagen? Ne? So, wir gehen.
Ja, ich gehe jetzt aber nicht trotzdem explizit nochmal zurück hier ins zweite Level. Das mache ich jetzt nicht. Mache jetzt hier keine Backstep-Sachen hier. Ja, das wird man dann, wie gesagt, am Ende, wenn wir dann Sterne nochmal sammeln wollen, dann so machen, dass wir dann in die einzelnen Bereiche nochmal reingehen. Wir waren jetzt im Bereich 3. Dann zum Bereich 4 dann. Jetzt will ich mal kurz gucken. Da haben wir ja was Gelbes freigeschaltet. Das ist das hier. Den Play-Button. Ich weiß nicht, was das bedeutet. So, wir müssen erstmal hier wieder Tetris spielen. Ja, mal schauen. Hat das irgendwie hinbekommen? Ja, denkt euch jetzt einfach Tetris-Musik. Ja, schauen wir mal, was gelöst. Düdel, düdel. Das sieht aus wie eine Konsole oder irgend sowas. Ah ne, das war dieser Schalter. Dieser Schaltkasten. Sieht halt wirklich aus wie so eine Konsole, ne? Warte mal, da haben wir. Oh Gott. Da war ein Aufnahme-Button und ein Play-Button. Kann ich jetzt dann irgendwie mich aufnehmen? Ach du Heiliger, das wird ja kompliziert dann. Je. Ich hab da schon wieder Schisse. Dass das zu komplex wird dann hier. Das ist nicht mehr Pack. So, weiter geht's. Ah, wir haben jetzt sogar 2 Sterne im Level. 6 verschiedene Teile können wir uns hier erobern. 8 Sterne haben wir momentan. Ja, 8 und keiner lacht. Ah, hier brauchen wir schon das neue Teil, dieses Blade-Dings hier. Bei dem Grün da. Da unten auch. Da brauchen wir es in allen Leveln hier. Und hier. Ja gut. Okay, wir gehen mal durch. Ja. Erstmal kommt natürlich wieder ein Terminal. Du magst dich fragen, wieso ich diese Irrgärten für dich erschaffen habe. Warum du dich so mühen musst, um die Ewigkeit zu erreichen. Aber zweifle nicht, denn diese Prüfungen dienen der Besserung deiner Gattung. Ja, komm Elohim, erzähl mir, was du willst. Du bist kein Gott oder sonst was hier. Und ich weiß, dass diese ganzen Testkammern hier eigentlich nur zum Testen unserer Logik sind, ja, zu unserer KI ja sozusagen. So, hier sieht es jetzt nämlich ganz anders aus. Hier steht jetzt, angeblich ist ein von den 3 Leveln ein Stern und hier unten einer, ne? So. Ja, aber wir müssen jetzt erstmal hier das Terminal machen, ne? Das steht erstmal davor. So, List, jawohl. Es ist aber wieder ein Informationsterminal. Hier haben wir die Osiris 6 Textdatei hier. Ja, irgendwer wusste, dass dies die Wahrheit war. Nun werde ich dir von den vielen Gefahren, die dir während deiner Reise in Stuart begegnen werden, erzählen. Höre gut zu, denn die Prüfungen, die vor dir liegen, sind gewaltig. Und wenn du dich nicht als würdig erweist, wirst du vielleicht niemals die ewigen Schilffelder des Osiris erreichen. Und du könntest für immer verloren sein. Denn aus dem zweiten Tod gibt es kein Erwachen. Der Schriftgelehrte brachte nun einen großen Papyrus und entfaltete ihn sorgfältig vor dem Sterbenden. Und der Sterbende sah, dass es eine Karte des Duat war, die die vielen Wege zum Turm des Anubis zeigte, in dessen sein Herz gewogen werden sollte. Auf jenem dieser Wege, die sich durch das Duat fädelten, wie das unendliche Garn der Neid, waren die Gefahren vermerkt, die den Reisenden bevorstehen würden. Auch gab es große Wände aus Eisen, die nur von den Göttern überstiegen werden konnten. Und die Tore, die aus reinstem Licht bestanden. Und so konnte der Reisende die ihm auferlegten Prüfungen nicht vermeiden. Und er konnte nichts anderes tun, als sich dem Turm zu nähern, indem er seinen Wert bewies und so den Schlüssel zu jenem der heiligen Tore verdiente. So, Chatlog Charlie 7.text. Aha, das wäre hier zwischen Flower Charlie und Rocks hier eine Unterhaltung. Hey, weißt du, was total freakig ist? Was denn?
Der menschliche Körper verrottet sehr schnell, so dass alle in der Chemie unseres Gehirns gespeicherten Informationen ganz schnell weg sein werden. Alter, aber Computer und Bücher sind sehr haltbar. So, dass alle unsere Botschaften, unsere Ideen, unsere Bücher, das wird alles da draußen sein. Unsere Pornos? Sogar im Weltall. Ja, unsere Pornos wohl auch. Wir werden alle verschwunden sein, aber die Werke von Aristoteles wird es immer noch geben. Und auch Star Trek, Firefly, Babylon 5, Herr der Ringe, Blade Runner. Wie geil. Ich kenne die alle. Firefly kenne ich, ja. Und Star Trek Babylon 5 natürlich auch. Allerdings habe ich Babylon 5 nie so gern gemocht. Also ich habe da mal reingeschaut damals, wo das Erstausstrahlung war und so. Und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber ich will da jetzt kein Werturteil abgeben. Wer das gern guckt, natürlich, dem sei es gegönnt. Ich gucke natürlich andere Sachen gern. Vor allem Star Trek natürlich. Und Herr der Ringe natürlich auch, ne? Ja, wer hätte das gedacht, ja? Da hat er Charlie Rocks Cyber ja, von Planetron 6. ja, keine Ahnung, ist hier eben kaschiert. Dann wieder die Flower, Shakespeare, Byron. Verdammt, sogar Videospiele. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Overdrive 3, ja, kann man mal raten, wie es heißen könnte. Seattle, lalala. Dutch, lalala, Kaskade. Die, Punkt, 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 vom, Punkt, Berg. WTF, man. What the fuck, ne? ja. Stell dir mal vor, wenn Außerirdische die finden. ja, dann finden sie halt. So, Akadi, Tagebuch, 84, Punkt, Text. Archiv wächst weiter an. Der Versuch, Ordnung beizubehalten, ist genauso schwer wie erwartet. Habe diese Woche 7 Mitarbeiter verloren. Statistisch gesehen wird diese Zahl weiter steigen. Muss mich auf realistische Ziele konzentrieren. Nicht genug Zeit zum Trauern. Ach, du Armer. So, okay, für Trauer muss immer Zeit sein. So, alles klar. Neue Texte. Gut, also weiter geht's hier mal im Konzept. So, wo fangen wir denn an? Na gut, ich schaue mir das mal an. Hier hätten wir gleich das neue mit dem Play-Button. Ja, aber das ist schon vermischt mit dem Stativ zusammen. Ich möchte eigentlich erstmal allein sehen, was der Play-Button kann. Deswegen werde ich mir jetzt gerade mal ein Level raussuchen, wo der Play-Button allein ist. Zum Beispiel hier. Oh, schau, noch ein Rätsel und noch eine Stimme, die mir sagt, wie einzigartig ich bin. Und noch ein kaputter Computer mit Bruchstücken von nichts. Diese Welt ist ein schlechter Witz, der von einem grausamen Gott, der zu dumm ist, um den Ausschalter zu finden, erzählt wird. D.O.G., okay. So, gehen wir weiter. Selbsthilfeanleitung heißt das Level. Ja. Schreibe ich mir natürlich dann auch mal auf, das Level. Selbsthilfe. Anleitung. Wobei das als Serientitel hier ein bisschen komisch klingt, aber ja. So. Was haben wir? Da haben wir den Apparillo. Also aus, Video und Prozess. Also wir können hier was aufzeigen. Outlevel, was heißt das hier? Ach da, schau an. So alte Steckeranschlüsse hier. Data, ja, da kann der irgendwelche Sachen reinstecken. Aufnehmen. Also wir können irgendwas aufnehmen. Da ist das Teil. Gut, also wir haben hier keine großen Hilfsmittel, keine Kisten, gar nichts. Wir haben hier einen Knopf. Ja, da geht es hier aus. Da ist ein Schalter. Der Schalter ist hier anscheinend mit dem Gate verbunden hier. Okay. Da haben wir nochmal einen Knopf. Okay. So, ich ahne was hier natürlich. Wir müssen jetzt unsere Bewegung aufzeichnen. Sozusagen Zeit und Raum, ne? So, dann läuft hier das Video. Ich weiß gar nicht, wie lang. So. Okay. Das war's dann schon. Jetzt machen wir mal abspielen. Da bin ich. Ich slide, okay.
Kann hier durch. Kann den Schalter benutzen. So. Perfekt. So, jetzt ist das Ganze erledigt. Das ist ungefähr so wie den Typen, wo wir alles immer sehen, aber das, da gibt es ja kein Abspielgerät bei. So, und hier müssen wir es selber machen. Hier auch wieder Motion machen hier. Aufnahme. So, zack. Bisschen stehen bleiben. Dann mache ich das hier auf Play. So, muss ich auf mich warten. Dankeschön. Ja, schon bin ich durch. So, so funktioniert es. Ich kann eine vorherige Handlung hier machen hier, ne? Doppel 10 in der GR erfolgreich mir selbst im Koop-Modus. Ja, ich Koop, genau. Ich tue vorher meine Bewegung aufnehmen und dann habe ich Koop, ne? Das ist witzig. Ja, das war jetzt halt gerade das Achievement. Manchmal lese ich die ja vor. Ihr seht die nicht, weil ich die Third-Party-Dinger ausgeschalten habe. Dass die aufgezeichnet werden. Das hat halt auch den Hintergrund, dass oft dann auch Einblendungen kommen, die euch nichts angehen zum Beispiel. Ne? Ja, das war jetzt kurz und bündig einfach erklärt, das Ganze. So, da haben wir nochmal eins. Das grüne Teil hier oben, das hätte auch nur den Play-Button. Ja, ich mache mal die einfachen Level zuerst. In Anführungszeichen, ne? So, Play-Button. Doppelplatte. Okay. Schreibe ich mir da auch mal auf. Doppelplatte. So. Ja, da müsste ich mir überlegen, dass ich dann mit Kapiteln arbeite, mal hier in meinen Videos. Dann kann man nicht, wenn das einer sucht als Lösung, kann er das schneller anspringen. Zum Beispiel. So, hier haben wir diesen Aufnahmerekorder da hier. Ich meine, es ist ein bisschen eigenartig, dass ich halt da dann hin zurückrennen muss und das dann halt erstmal stoppen muss und oder halt gleich auf Play. So, wir haben hier zwei Schalter. Das macht das Tor auf. Und das andere das Tor. Okay, da muss ich zeitversetzt eben das so lang machen, dass ich durchlaufen kann. Das wollte ich ganz gerne mal hier unten lesen. Da steht Achtung oder Warning. Kann man leider nicht lesen. Ja, hier High Voltage, Totenkopf. Okay, an. Warten wir mal ein bisschen. Ah, 5 Minuten kann so ein Video lang sein. Ah, dann sehe ich es jetzt. Na, dann warten wir ja auch noch ein paar Sekunden, damit ich da nicht mich hetzen muss. Na, die Frage ist, zeichnet er das jetzt irgendwie auf dem PC irgendwo auf? Da warten wir wieder auf uns selbst, auf unseren Crash-Test-Dummy hier. So, Dankeschön. Ah, da geht ein Weg hier auf, okay. Ja, so kannst du dich selber beobachten. Ich will es einfach mal machen, ich will mir mal selber anschauen. Ja, das sind wir. Unser alter Ego. Haha. So. Gut, so schwierig ist es gar nicht, aber es wird wahrscheinlich noch komplex, ne? Wenn man da 5 Minuten aufnehmen kann, dann wird es wirklich wow. Und vor allem halt noch mit anderen Spielzeugen hier. So, jetzt haben wir was ausgelassen. Und zwar da gleich am Anfang. Es soll natürlich nicht... So, das soll natürlich nicht zu kurz kommen. Um die Ecke denken. Jo, das kann ich am besten. Schreibt mir doch mal auf. Um die Ecke denken. So. Meint so, wenn ich da mehrere Level auf einmal mache, ja, dann kann ich so viel gar nicht in den Titel schreiben. Ich glaube, 100 Zeichen ist es begrenzt, wenn sie es nicht erhöht haben, aber ja. Oder 200? Ich weiß es nicht mehr. Aber so ein langer Titel liest sich eh keiner durch. So, was haben wir denn da? Manche dieser Prüfungen müssen mit dem Hintergedanken an Zusammenarbeit erschaffen worden sein, aber ich bin der Einzige, der hier ist. Schieb, okay.
Ja, der oder die einzige, ne? Oder S. Ja, man weiß es ja nie, ne? So, wir gucken. Also, wir haben hier einen Laser-Emitter. Wir haben hier einen Empfänger. So. Warum sollte ich jetzt... Warum sollte ich jetzt diese Play-Technik brauchen hier? Ich kann doch den Strahl nehmen, den verbinden. Kann ich nicht, okay, weil... ich krieg da keine Sichtlinie hin. Wie soll das funktionieren, Leute? Wie soll denn das funktionieren? Hä? Kann doch hier keine Laseraufzeichnung machen oder so. Oder kann ich? Wird es dann dupliziert? Das könnte sein. Also da muss ich mir auf jeden Fall viel Zeit lassen dabei. So, Aufnahme. So, ich nehme den Connector. Auswählen. Und setzt den hier hin. So, jetzt warte ich mal ein paar Sekunden hier. So, schalte aus auf Play. Nehme ich den und nehme den und mach das und mach das. Ah, Mist. Ha! Ah, da kriege ich dann praktisch doch einmal so einen Connector. Das ist sehr interessant, Leute. Heieiei, das wird jetzt wirklich komplex. Also, wow. Das wird jetzt wirklich komplex. Habe ich das schon gelesen? Ja, doch, das habe ich gelesen, ja. So. Also, in keinem dieser Level hier war jetzt aber ein Stern. Oh, das wird ja dann noch komplexer mit den Sternen tatsächlich. Wenn ich jetzt mal da dran denke. Ach du Heiliger. Also die letzten Sterne da, wo dann so komplex werden mit diesen Playdings da, das, die lassen wir dann mal sein, ne? Ja, ganz einfach. So, jetzt hätten wir hier rote. Da haben wir noch einfacher Level ohne das Play-System. Da hat man dann noch einmal Play-System und Kiste. So, was ist das? Das ist das Play-System und Kiste. Aha. Ich überlege gerade. Ja, komm, gib den mal einen Try. Redundante Stromversorgung heißt das Ganze. Schreibe ich mir ruhig auch mal gleich mal auf. Redundante Strom. Versorgung. So. Zumindest dann halt als Kapitelüberschriften. Also gut, wir sehen hier. Strahlemeter. Und die tun beide auf einen Empfänger drauf. Gut, was ist hier Phase? Hier geht ein Tor auf, wenn man da drauf steht. Allerdings ist hier ein Ventilator, dass wir da nicht weiterkommen. Okay. Hier ist ein Knopf und eine Kiste. Ah, und da oben ist ein Strahlemitter. Wie wird denn der hier? Der wird hier. Ah, der wird hier unten von dem Prisma umgelenkt. Okay. Ja. Also hier ist es wieder ganz einfach. Wir müssen erstmal kurz aufnehmen.
damit wir an die Kiste kommen. Wollte ich jetzt einfach mal testen, dann verschwindet nicht die Kiste, kann man jetzt zweimal aufnehmen. So, dann haben wir die Kiste. Die Kiste kann man hier draufstellen. Allerdings, was bringt mir das? Weil der Ventilator ja noch in Betrieb ist, ne? Das wird jetzt kompliziert wahrscheinlich. Ja, ich kann das hier unterbrechen. Bringt mir aber nichts, ich muss es gleichzeitig unterbrechen. Okay, da brauchen wir jetzt genügend Zeit. Warte mal, wir machen das so. Ich stelle den Würfel mal hierher, dann mache ich das eine für eine Aufnahme. Auf der Seite unterbrechen, dann auf der Seite unterbrechen. Dann muss ich... Ich weiß nicht, wie lange das natürlich braucht, bis das aufgeladen ist. Ja, das wird man jetzt einfach mal sehen. So. Hier hinstellen. Es ist unterbrochen. Ich mache jetzt einmal hier... Ah, ich mache jetzt aber mal so eine halbe Minute. Was ist denn eigentlich da unten rechts für eine Einblendung noch? Keine Ahnung, was das für eine Zahl ist. Ich hoffe, dass jetzt einfach genug Zeit ist, ne? So. Play. So, wir unterbrechen. So. Yes. Und da haben wir das Teil. Jetzt ist hier wieder ein Ventilator, der eigentlich gar nicht da ist, ne? Oder? Ja, eigentlich schon. Lass mich mal was gucken. Ah, okay. Jetzt haben wir zwei Ventilator. Ich habe den jetzt verdoppelt. Ah, jetzt ist er auch weg. Okay. Der war jetzt nur so lang wie in der Einblendung eben. Also in der Aufnahme. War der Ventilator nämlich noch da, ne? Ha! Ah, das ist ja schön hier. Also, wow. Aber es wird sehr komplex damit, also... Ich muss schon sagen. Also hier war jetzt aber auch kein Stern, ne? Hier war jetzt auch kein Stern. Ja, jetzt haben wir noch eigentlich zwei Level, wo ein Stern sein könnte. Ja, der hätte auch hier irgendwo sein können, da habe ich jetzt natürlich nicht geguckt. Ah, da ist ja auch noch was angeheftet. Klar, ich könnte hier bleiben. Mir Hoffnung auf das ewige Leben machen. Versuchen, jedes Unrecht zu richten. Aber diese Worte auf der Wand vor dir sind wahrscheinlich das nächste dazu, das ich erreichen werde. Ja, das ist wieder namenlos. So, weiter geht's. Hier lang. Ist ja noch irgendwo eine Inschrift. Da gibt es noch eine Inschrift. QR-Code. Epitas, Kindprogramm Version 17.1.0076. Codename Ed endet hier. Aha. Logik. Fataler Fehler in der Firmware der Serie. Letzter Speicherauszug. Das Leben ist kurz. Programmabkömmliche DOG. Ah, auf dem ist ja noch jemand abgekommen. Aber der Ed hier sozusagen ist gestorben. Wenn wir so wollen. Schau dir die bloße Größe dieser Pyramide an. Dass man sowas tatsächlich bauen kann. Ja, das ist dieser Ed, oder? Kann das sein? Hier ist wahrscheinlich noch eine Zeitkapsel hier. So, nach L da lang, nach dem anderen da lang. Okay, alles klar. DNA ist Information, die über die Zeit hinaus übermittelt wird. Lebende und Tote sind nichts als ein Teil derselben Kette, verbunden durch simple Chemie.
Dies trifft auf alle Spezies zu, aber die Menschheit scheint dieses Prinzip weitergeführt zu haben. Dank moderner Technologie haben wir Zugriff auf die Ideen und Gedanken von Menschen, deren materielle Körper nicht mehr existieren. So wie du nun mir zuhörst, obwohl ich mit Sicherheit bereits tot bin. Du bist Teil der Kette. Du hast die Fähigkeit, dich zu erinnern. Okay, danke. Zwar gar nicht so eine lange Zeitkapsel, aber okay. Ah, hier ist auch noch ein QR-Code. Das brennende Herz sieht immer auf den höchsten Gipfel. Uriel 4. Okay, der ist neu, oder? Eine F-Version, okay. Mal gucken, ob hier irgendwo an den Balken noch irgendwo was angeheftet ist. Nö. Sieht ein bisschen aus wie so... Na. Nee, Granit kann es nicht sein, oder? Auf jeden Fall raubehallender Stein. Schöne Musterung. So, was haben wir da? Würfel und Stative. Oder Prismas. Prismen. Hier haben wir Ventilator, Würfel und Prismen. Mal noch weiter gucken, ob noch irgendwo Botschaften angebracht sind. Oder ob hier irgendwo ein Stern versteckt ist, offen. Aber hier müssten ja zwei Sterne versteckt sein noch, ne? Ne, hier ist nichts mehr. Nö. Okay. Gutski, ja. Dann werde ich wahrscheinlich zuerst das eine da machen. So, jetzt habe ich mich verlaufen, aber wir haben ja Wegweiser. Da, so. Ja, dann werde ich wahrscheinlich zuerst das hier machen. Ich meine, wenn ich jetzt mich dann auslogge, dann werde ich wahrscheinlich eh wieder am Anfang stehen. Weil ich glaube, das wird die letzte Folge der Aufnahmesession vorläufig sein. Das heißt, ich werde dann morgen nochmal aufnehmen und das vielleicht dann da direkt Anschluss dann machen hier. Aber ja, ich sage auf jeden Fall erstmal wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Lego. Bye, bye.